So tell me what you dive with. So, Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Ich melde mich mal wieder zu Wort am 28. Juli um 12.57 Uhr spreche ich jetzt zu euch. Und zwar, ich habe ja das Video gemacht, ja, jetzt geht's wieder richtig los und Videos und keine Ahnung. Und im Endeffekt kam danach nichts mehr. Ich wurde jetzt auch öfter gefragt, wann ein neues Video kommt und so. Also ich lese das auch, auch wenn ich nicht auf alles antworte. Ja, der Grund war, ich war 3 Wochen in Amerika, danach war ich noch eine Woche mit meiner Freundin in Bayern und hatte allgemein nicht so eine Motivation auf Videos machen, weil es ist Sommerpause, mir wurde öfter gesagt, ich bin Fußballkanal, ich soll nur was mit Fußball machen, mit FIFA klappt mein Aufnahmeprogramm nicht mehr so wirklich und dementsprechend bleiben mir halt nur die Vlogs, dass ich euch überhaupt was bieten kann, aber wenn ihr das nicht sehen wollt, dann... Ja, muss ich halt leider so lange warten, bis wieder was Fußballmäßiges kommt. Ich würde euch jetzt so ein bisschen was von meinem Urlaub sagen und dann halt so ein bisschen was in Hannover gerade abgeht. Ja, Amerika, genau. Ich bin am 19. Juni nach Amerika geflogen mit meiner Familie, also mit meinen Eltern. Wir sind in Los Angeles gelandet. Das war echt überwältigend. Ich glaube, ich werde euch noch ein paar Bilder einblenden. Also wir sind halt, wie gesagt, in Los Angeles gelandet, in Kalifornien. Da hatten wir dann 1 bis 2 Tage Aufenthalt, ich glaube, 1 Tag war es sogar nur. Da waren wir dann am Santa Monica Beach und auf diesem Rummel da. Ich weiß nicht, ob ihr das von GTA vielleicht kennt. Das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Dann sind wir weitergefahren nach Arizona. Da haben wir uns dann, was haben wir uns angeguckt? Also wir hatten auf jeden Fall, das Höchste, was wir hatten, waren 50 Grad. Das waren, glaube ich, 122 oder 123 Grad Fahrenheit. War echt, echt heiß, kann man wirklich so sagen. Wir hatten uns nämlich so ein Auto gemietet und dann wurden uns halt immer die Temperaturen angezeigt. Und Snapchat hat dann halt auch gesagt, ja, 50 Grad, Kollege. Waren wir dann im Joshua Tree Park, so hieß der. Da haben wir dann eine Pizza gegessen, die wir uns vorher gekauft hatten. Und ja, dann gab es unter anderem auch noch den Grand Canyon da in Arizona. Da habe ich dann auch ein geiles Foto gemacht. Und ja, war auf jeden Fall sehr beeindruckend, wie gesagt schon. Dann ging es weiter in den Bundesstaat Utah, da war dann der Bryce Canyon, ich fand ihn jetzt nicht so überragend, da fand ich den Grand Canyon wirklich deutlich besser. Dann ging es weiter nach Nevada, natürlich Las Vegas, Nevada, wer hätte es gedacht. Haben wir bei Nacht gesehen aus so einem mega großen Tower, der war echt riesig, ich glaube das höchste Gebäude in Las Vegas oder so. Und da haben wir halt dann die Nacht so ein bisschen verbracht und konnten halt die ganzen Lichter sehen, das sah echt geil aus. Ja, ansonsten Las Vegas natürlich richtige Touristenstadt und hat man auf jeden Fall einiges erlebt. Dann ging es weiter wieder nach Kalifornien und ja, da waren wir dann noch in San Francisco für 2 Nächte. Das war auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Ich fand San Francisco auf jeden Fall wesentlich schöner als Los Angeles. Hätte ich aber auch nicht gedacht, aber Los Angeles ist eine sehr dreckige Stadt. Und unter anderem waren wir dann noch in Hollywood, da haben wir das Hollywood-Zeichen gesehen. Auf dem Walk of Fame bin ich lang gegangen. Das war schon echt einzigartig. Erlebt man auch nicht so oft. Beverly Hills haben wir dann noch besucht. Also diese legendäre Straße, wo diese Palmen da links und rechts waren. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja, das Ganze hat 21 Tage gedauert. Also 3 Wochen. Also wir haben natürlich nicht nur das gemacht, was ich euch gerade gesagt habe. Das waren so die Hauptattraktionen, die nennenswerten. Wir waren natürlich zwischendurch nochmal in Kingman, in Oakdale, in Palm Springs, also es sind so kleinere Orte immer gewesen, die wir dann noch hatten zwischendurch. Also wir sind natürlich nicht gleich von Kalifornien nach Arizona weitergefahren in den Bundesstaat, das hätte ja ewig gedauert. Also wir haben halt zwischendurch immer so Pausen gemacht, was heißt Pausen, wir sind halt alles abgeklappert so, das war halt die komplette, also nicht die komplette, aber den größten Teil von der Westküste. Könnt ihr euch ja vielleicht auf einer amerikanischen Karte mal angucken. Und was ich auch interessant fand, in den ganzen Läden, wo es Weltkarten gab, ich meine, ihr wisst ja, bei uns ist links Amerika, in der Mitte dann Europa, dann unten Afrika, Asien, ne? Ihr wisst ja, wie das aufgebaut ist, Australien da unten rechts. Und in Amerika ist wirklich Nord- und Südamerika in der Mitte. Das heißt, links von denen ist dann Asien und rechts ist Europa. Das sah auch witzig aus. Und ja, deswegen, die 3 Wochen waren echt geil. Das war, glaube ich, mein bester Urlaub, den ich jemals hatte. Und ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, danach, wie gesagt, war ich eine Woche mit meiner Freundin in Bayern.
Wir waren in Erding in dieser Therme. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Der heißt, glaube ich, wie heißt denn die? Galaxy. Galaxy heißt die. Haben wir einen ganzen Tag verbracht. Also die war, ist echt groß da. Und ich weiß nicht, ob ihr Dings Tropical Island kennt. Das ist, glaube ich, nichts dagegen. Ja, hat mir sehr gefallen. War mein Geburtstagsgeschenk. Dann waren wir noch 2-3 Tage noch weiter am Simssee und dann auch noch am Chiemsee. Das sind also 2 Seen, die da in der Nähe von München sind. In München selber waren wir auch einen Tag. Und ja, das war ganz chillig auf jeden Fall, weil der Amerika-Urlaub war halt sehr anstrengend immer. Wir waren in 17 verschiedenen Hotels in Amerika und immer Koffer raus, Koffer rein, weiterfahren. Und irgendwann kannst du da nicht mehr und dann nochmal eine Woche so einen Badeurlaub. Hat mir ganz gut getan auf jeden Fall. Ja, so, das war jetzt der Teil, warum ich hier jetzt erholt vor euch sitze und jetzt wieder Videos mache. Genau, ich war nämlich im Urlaub. So, jetzt kommt der Fußballteil und zwar kommt Nikolas heute Abend zu mir. Da werden wir nochmal ein Video drehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Und warum so wenig kam, klar, ich kann, aber bin ja eigentlich ein Fußballkanal, wurde mir öfter gesagt. Und dementsprechend warte ich ja immer auf die ganzen Spieltage und mache dann halt die Stadion-Vlogs. Ich kann euch sagen, ich habe meine Dauerkarte erfolgreich verlängert und wir werden auch am ersten Spieltag nach Mainz fahren, Nikolas und ich. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal freuen, dass da wieder was kommt. Also wenn ihr wollt, könnte ich auch wieder normale Vlogs machen, wenn ihr das wirklich sehen wollt, weil mir wurde halt schon ein paar Mal gesagt so, ah nee, bist Fußballkanal, hör mal auf mit diesen normalen Vlogs. Okay, dann ich höre auf euch, ihr treibt mich an. Und außerdem habe ich mir jetzt auch neue Torwarthandschuhe bestellt, weil ich bin ja Torwart, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Gelbe Handschuhe von, ich glaube Eliminator oder so heißen die, von Ulsport. Da könnte ich auch gerne ein Review drüber machen, wenn ihr das sehen wollt. Dann würde ich die mal vorstellen, weil was Fußballhandschuhe angeht, habe ich auch ein bisschen Ahnung. Und ja, was Hannover angeht, Freunde, was Hannover angeht. Klar, wir suchen noch einen neuen Stürmer. Und jetzt ist ganz lange Uja im Gespräch gewesen. Da hat man jetzt aber auch nichts mehr gehört. Ich bin gespannt, was da kommt. Andererseits De Jong, Luc De Jong von Eindhoven, der mal bei Gladbach gespielt hat, ist auch im Gespräch. Was Uja angeht, kann ich euch ehrlich gesagt nicht meine Meinung sagen, weil ich weiß einfach nicht, wie der Typ spielt. Also in Köln, Bremen war der gut. Jetzt hat er aber in China gespielt. Ich verfolge das nicht. Ich weiß nicht, wie der spielt. Ob der sich verbessert hat, ob der sich verschlechtert hat, ob der überhaupt spielt. Da kann ich euch nichts zu sagen. De Jong war gut. Der hat ja, glaube ich, in der Champions League gespielt. Mit Eindhoven. War das Champions League oder Euro League? Ich weiß nicht. Da hat er auf jeden Fall nicht schlecht gespielt. Meine Vorschläge, was weitere Stürmer angehen könnten, wären auf jeden Fall Drimmitsch. Klar, bei Hamburg hat er jetzt auch nicht so den Durchbruch gehabt, als er da ausgeliehen war. Aber Hamburg ist auch Hamburg. Oder vielleicht, wie wäre es wieder mit Mamdjouf? Ich glaube, der ist 28, 29, ist noch nicht zu alt. Hat immer geil bei uns gespielt. Wir wollten ihn ja eigentlich für die zweite Liga haben, weil er wollte ja viel zu viel Gehalt haben. Und dementsprechend, jetzt hätten wir das Geld. Ich weiß nicht, vielleicht wäre das nochmal eine Alternative. Was sagt ihr denn dazu? Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann, was ein Zehner angeht, ich habe gar keinen Plan. Klar, so FIFA wüsste ich jetzt so ein paar Talente, so, aber ich weiß ja nicht, ob die in echt auch so sind. Ja, deswegen 10er, was ein 10er angeht, lass mich voll überraschen. Ich glaube, aus Lorient, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, da hat der kommen sollte oder der im Gespräch war, ja jetzt verlängert bis 2021, also das hat sich da erledigt. Und ja, die Innenverteidigung war ja auch im Gespräch. Fabian Scheer kommt da, kommt er nicht? Nein, er kommt nicht. Er ist zu Deportivo La Coruña gewechselt, nach Spanien. Ja, da war Hannover wieder zu langsam. Aber ich finde, wir brauchen auch gar keinen neuen Innenverteidiger. Ich meine, wir haben Anton, wir haben Sané, wir haben Hübner, wir haben Philippe, wir haben Hübers, den wir ranführen könnten und dementsprechend sehe ich da gar keinen Handlungsbedarf. Ja, wen würdet ihr gerne bei Hannover sehen, könnt ihr mir ja auch gerne nochmal mitteilen. Ich würde sagen, das war's erstmal von dem Video jetzt hier. Ich habe ganz schön viel gequatscht, ich muss mal wieder reinkommen, weil immer die ganzen und so. Ja, muss ich mir mal wieder abgewöhnen. Wir sehen uns später nochmal wieder. Ich weiß nicht, ob das Video heute Abend schon kommt, das mit Nikolas, oder ob ich das morgen erst hochlade. Wir werden es sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Peace.